würde dann ganz gerne auf ein weiteres ganz, ganz wichtiges Thema mit Ihnen kommen, zu dem Stichwort Making Things Right, die richtigen Dinge tun. Und Sie haben gesehen in der Automatisierungstechnik, wie auch bei den Drives, das hat schon was auch mit zuverlässiger Stromversorgung zu tun. Wo es richtig wehtut, wenn diese Stromversorgung versagt, das ist das, worauf wir uns im Bereich der Totally Integrated Power konzentrieren. Für uns bei Siemens heißt es letztlich, dass diese Elektrifizierung von kritischen Anlagen ganz klar auf unsere Leistungsstärke und auf unsere Innovationsstärke in der Automatisierung trifft. Das sehen wir, ich fange mal links hier an, natürlich bei der Intelligenz in den Stromnetzen, ganz wichtiges Kriterium ja auch bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende. Genauso, wie Sie gerade gesehen haben, das Thema im Industrieumfeld, TIA, und die Verzahnung der Totally Integrated Automation mit einer zuverlässigen Stromversorgung, ohne die letztlich keine Anlage laufen würde. Und natürlich auch unsere Division Building Technologies mit unseren Totally Integrated Power Anlagen für kritische Infrastrukturen, Gebäude. Hier Energie beginnt natürlich nicht an der Maschine, sondern schon im Vorfeld. Und dort sind erhebliche Optimierungspotenziale. Wir haben angefangen, dafür Lösungen in den letzten Jahren zu entwickeln. Ich fange mal unten links an, natürlich Speicherung, intelligente Schaltanlagen, genauso wie dann sehr intelligente Feldgeräte mit elektronischen Auslösern oder auch das ganze Thema des Monitorings, der Transparenz. Eines der Produkte, die wir auf der Hannover Messe zum ersten Mal jetzt ausstellen, zusammen auch auf der Light & Building, muss ich erwähnen, ist die neueste Gerätegeneration bei Kompaktleistungsschaltern, unsere 3VA-Reihe. Eines der ganz wichtigen Innovationsthemen, die wir dort vorstellen, ist natürlich die kommunikative Anbindung mit allen Bussystemen, die gängig sind in diesem Umfeld, ob das Profinet ist, ob das Profibus ist oder auch Ethernet. Ein weiteres wichtiges Thema ist die integrierte Messfunktion in jedem dieser Schaltgeräte, sodass Sie also auch die Daten direkt an der Quelle erfassen können und bis in die Leitwarte über Kommunikationssysteme bereitstellen können. Und natürlich dann auch für uns ganz wichtig, eine deutliche kompaktere Baureihe. Das heißt, Sie können dort im Footprint, in den Schaltschränken deutlich kompakter bauen, durchgehende Selektivität, eine ganze Reihe neuester Features, die diese Gerätereihe 3VA in den nächsten Jahren bieten wird. Bei den Lasttrennschaltern kommt auch eine neue Baureihe mit dem 3KD. Das ist die erste Baustufe und wir werden auch in den nächsten 2 Jahren dort noch weitere folgen lassen. Über das Schienensystem, Sievercon 8 PS, ein Thema, das in den Windkraftanlagen von großem Vorteil sein wird, in seiner modularen Bauweise. Und was Sie dort auch sehen werden, ist ein völlig neues Schaltgerät in der Mittelspannung, der Sion, in einer Kompaktbauweise. Und auch unsere letzte Gerätereihe, Siprotec 5, das ja die gesamte Kommunikationstechnik und Steuerung der Mittelspannungssysteme entsprechend gewährleistet. Also von daher werden Sie auf der Hannover Messe das Thema Totally Integrated Power als Gesamtkonzept erstmals seit vielen Jahren wieder entsprechend sehen können.